Hallo ihr Lieben, Ina hier wieder mit einem neuen Video. Ist mal wieder hier vor dieser roten Wand. Das letzte Mal habe ich Kaugummi gekaut. Dieses Mal werde ich auch Kaugummi kauen, aber mit einer kleinen Überraschung vorher. Und heute kaue ich nicht nur Kaugummi, sondern ich mache Laute. Und das werdet ihr dann gleich mal erfahren, denn das habe ich von meiner Cousine gelernt. Und das ist nicht Blasen nach außen pusten, sondern nach innen. Ja, also heute probieren wir was Neues aus, und zwar von Oceans Apart. Besonders auffällt an Oceans Apart ist, die haben halt ganz viele Sets, also schon vorkombinierte Kleidungsstücke, was halt vieles einfach macht, einfach um zu gucken, was auch so gut aussieht zusammen, ne? Was halt mich an deren Philosophie bzw. an der kompletten Marke halt, ja, was mich da halt so bewegt, ist halt diese Idee von Inklusivität und Diversität. Und ich habe zwei Sets bekommen und eins werde ich heute euch anziehen. Ach, guck mal hier. Ich habe mir ein pinkes Set bestellt. Das werde ich euch... Ja, das werde ich wahrscheinlich zuerst anziehen. Ja, das Coole ist, die haben halt sportliche Sachen und gleichzeitig auch so ein bisschen Homeware. Gut, ich ziehe das mal an. Guck mal, hier ist dann nochmal so eine Tasche und noch eine zweite Tasche. Und die Innentasche hat so ein Magnet dran. So, dann probiere ich jetzt das Oberteil noch an. Schön rosa pink, ne? ich wollte euch gerne den Link in die Infobox packen, dann könnt ihr mal da draufklicken und euch die Sets anschauen. Ihr kriegt einen Code von mir, dann bekommt ihr nämlich 35% Rabatt auf so ein Set und dann ja, könnt ihr mal gucken, ob ihr das gut findet. Ich bin ganz gespannt auf die sportliche Sache, dieses bequeme Kuschelige ist auch richtig, ja, cool, so, ne? So, jetzt habe ich mal die Haare schön gemacht. Und dann werde ich mal hier heute mein Kaugummi-Video machen. Und zwar habe ich hier in meiner Tasche von, das ist noch von Halloween, da haben die Kinder nämlich gesammelt. Und da habe ich jetzt zwei Center Shocks. Und die esse ich jetzt und kaue Kaugummi. Und dann werdet ihr mal sehen, wie ich so Geräusche mache. Es gibt nämlich noch einen Begriff dafür, aber ich weiß nicht mehr, wie das heißt. Aber ich habe mal geguckt, das heißt, glaube ich, Kaugummi schnalzen, also so platzen lassen nach innen. Und zwar macht man so Platzgeräusche mit dem Kaugummi und das ist ziemlich cool, das mache ich eigentlich die ganze Zeit. Und meine Cousine hat mir das damals beigebracht und ich fand das ziemlich witzig. Ja. Damit mache ich das jetzt. Erstmal kaue ich mal ein bisschen Kaugummi. Und dann zeige ich euch, wie man diese Kaugummis schnalzen lässt. So. Also hier Skull, Center Shock Skull, also wohl auch ganz schön sauer sein. Doch, sauer. Also, ich muss ja zugeben, das entspannt mich ja schon. Wenn Leute Zigaretten rauchen, könnte ich einfach Kaugummi kauen. Ich habe neulich ein Kaugummi gekaut von Extra und das war richtig hart. Und dann kaut man so auf diesem harten Kaugummi herum. Und dann kriegt man so Kieferschmerzen. Und am nächsten Tag hatte ich Muskelkater.
Aber diese Center Shocks sind nicht so hart. Meine Stimme ist irgendwie weg heute. Trinken wir mal ein bisschen. Was trinke ich? Tee. Allerdings mit Zitrone heute. Also, ich werde mir mal gleich die Lippen noch mal schön pink-rot machen. Wenn du Kaugummi kaust und Blasen machen willst, dann machst du ja normalerweise erstmal dein Kaugummi platt. Ja. Und dann drückst du die Zunge rein, hältst die Lippen klein und bläst dann da durch. Nicht geklappt. Ich glaube, ich muss noch länger kauen, weil das ist noch nicht so ganz gummiartig. Suchen wir mal meinen Lippenstift. Und ich habe mir neulich einen neuen Lippenstift gekauft. Ich dachte, der alte ist ein bisschen dunkel. So. Jetzt klebt natürlich wieder alles auf meinen Lippen. Also, es ist soweit. Wir kauen Kaugummi nach innen und machen die Blasen nach innen. Da drückt man auch das Kaugummi. Da drückt man das Kaugummi flach. Dann schiebt man das sich vor die Zähne. Oh, ich krieg gleich Kopfschmerzen. Und dann saugst du durch die Zähne, so fest du kannst, mit den Lippen. Also du machst den Kaugummi platt. Dann schiebst du das vor die Zähne und dann saugst du das mit dem Mund zusammen. So machst du. Und saugst dann die Luft durch die Zähne rein und dann macht das Plopp-Geräusche, also dann platzt das im Mund.
Nochmal. Ja. Ist, glaube ich, immer noch nicht genug gekaut. Habt ihr gehört? Es war mickrig. Da. Habt ihr gehört? Habt ihr kapiert? Ist schon was Befriedigendes. Immer wenn man das demonstrativ machen möchte, klappt das nicht. So, und manche, ihr habt genug gehört. Muss mal gerade gucken, wer das jetzt war, der sich das gewünscht hat. Thomas Müller. Thomas Müller, viele Grüße. Mögt ihr lieber kleine Blasen oder große Blasen? Mit einem kleinen Kaugummi kann man nur kleine Blasen machen. Aber mit einem kleinen Kaugummi kann man ganz toll schnalzen. Also, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Und nochmal der Hinweis, geht nochmal in die Infobox, schaut euch nochmal die Sets von Oceans Apart an. Da gibt es für Männer und für Frauen Sets, besonders jetzt gerade diese kuschelweichen Homeware-Sachen. Und ja, ich bin ganz begeistert. Also die Qualität ist gut und es ist weich und warm. Und ja, also jetzt habe ich ein cooles, pinkes Teil zum Anziehen. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Kommt gut. Ja, ich glaube, ich werde noch vor dem Neujahr noch ein neues Video erstellen. Aber ja, habt einen schönen Advent, eine schöne Adventszeit. Ja, und schöne Weihnachten, falls wir uns vorher nicht sehen. Also.